Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Batman Arkham Asylum. Wir machen hier direkt weiter. Ich danke fürs Reinschalten und fürs fleißige Bewerten der glorreichen letzten Folge. Wir haben jetzt diesen komischen Frequenzer bekommen, womit wir verschiedenartige Geräte ausschalten bzw. deaktivieren können. Und, ach du Heilige, wer bist du denn? Hallo, berühren. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und hier ist eine Riddler-Trophäe. Hier, diesen kryptografischen Sequenzer haben wir bekommen. Und das geht ganz einfach, wie so eine Portable. Ich muss hier einfach nur ein bisschen dran rumdrehen, die Frequenz auf grün halten und schon raucht das Ding durch. Und ich kann hier ganz entspannt verschiedene Türen öffnen. Mein Respekt, Detektiv, dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Das ist aber nett von dir. Ja, und damit müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwelche Türen öffnen, um in die botanischen Gärten zu kommen. Denn Poison Ivy wurde ja durch Harley Quinn freigelassen. Ach du Jemini, jetzt haben wir gleich ganz tolle Spaß, weil die ganzen Psychopathen leider Gottes auch freigelassen wurden. Ja, die hier. Genau die. Ach du Jemini. Okay, aber die halten nicht viel aus. Die sind schnell, aber aushalten tun die halt auch nix. Naja, nicht weiter wild. Wir machen uns auf zu den botanischen Gärten. Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Das waren die Puffreiskugeln, die ich gerne esse. Nun, jetzt ist es da. Oh shit. Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Was? Ist das etwa ein Bosskampf gegen... Ach du Jemini. Was soll ich jetzt tun? Okay. Kann ich mit dem Frequenzer irgendwas tun? Ich muss wahrscheinlich da hinkommen, oder? Aber wie? Ah, ich kann nach da oben. Na, sag das doch. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich hier auch nach oben kann. Nein, nein, nein. Du nimmst keine Waffe. Du bitte auch nicht. Ja, okay. Weg, 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 weg. Ich muss zu dem Waffentypen. Ja, ja, ja. Keine Waffen, keine Waffen. Es gibt hier keine Waffen, die dir aufs Maul hauen. So. Den nächsten bitte. Jawohl, los geht's. Easy peasy, easy going. Jetzt geht's richtig los hier. Ab auf die Mütze, ab auf die Zehen. Wir spielen alle Mann mit den Zähnen. Also mit euren in dem Falle, nicht mit meinen. Denn meine bleiben drin. Yay! Das war ein schöner Elbow Drop. Auf die Schläfe. So, Harley. War es so leicht, wie es aussah? Naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Schade. Dich zu schnappen, würde schon Spaß machen, glaube ich. Hier kam ich doch her. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin muss. Wenn ich ehrlich sein soll. Oh, oh. Ey, Hilfe! Hilfe! Ich habe einen Wahnsinnigen auf der Schulter, der aussieht wie Gollum. Schlaf, mein Freund, schlaf. Wo in Gottes Namen muss ich hin? Das ist einfach nur ein Zähnblock, oder? Aber geht's nach oben? Hier war ich noch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, wohin sie geflohen ist. Aber kann sein, dass ich hier hin muss. Wächterzimmer. Ups, hatte ich ganz übersehen. Ach, Harley, hi. Grüß dich. Wie
Wer jetzt aufgetaucht ist, der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Bei mir war ganz gut. Und dir? Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ja. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Gute Frage. Gibst du mir einen Tipp? Hilf uns, bitte! Ja, ich merk das schon. Willst du die beiden den ganzen Tag da hängen lassen? So, das ist der Stromhauptschalter. An den komme ich aber gerade nicht ran. Da muss ich irgendwas explodieren lassen. Batman, Hilfe! Ja, doch. Ja, ich muss erstmal herausfinden, war es. Ja, gebt mir doch mal ein bisschen Zeit, Freunde. Gibt's hier auch einen Frequenzer, der gerade... Was sagst du dazu, wenn wir die komischen Kostüme ausziehen und zusammen abhauen? Ja, gibt auf jeden Fall Schlimmeres, denke ich. Ja, das Ding, das kriegt man nicht grün. Doch. So, da haben wir schon mal einen. Na, das ist jetzt aber unfair. Ja, kein Problem. Den gibt's bei, ja, guck mal. Da haben wir's. Easy peasy. Wir haben sie gerettet, die Leute. So, und wie kann ich das... Oh. Jetzt aber ganz schnell. Dalli, dalli, Freunde. Dalli, dalli. Flüchtet. Hier geht gleich eine große Bombe hoch. Oh, jetzt hast du nur noch 30 Sekunden, um rauszukommen. Ciao, ciao. Wir sitzen in der Falle. Sie hat uns mit einer Bombe eingeschlossen. Noch sitzt man nicht in der Falle. Kann ich den Frequenzer? Jojo. Okay, nur noch 22 Sekunden. Jetzt wird's aber eng, Freunde. Jetzt wird's aber ganz eng. Oh, shit. Oh, verdammt. Ja. Ich hab's. Jetzt aber raus hier. Ganz schnell raus hier, Freunde. Raus hier. Beweg dich. Raus hier. Sofort. Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Easy peasy. Okay. Ich guck mal. Na, danke. Ach, halt, wo laufe ich? Halt, wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Wo muss ich hin? Hier sind die Typen, die das Belüftungssystem irgendwie versuchen, ne? Aber wo ist denn Harley jetzt schon wieder hin? Ach du Jemine, okay, dann suchen wir mal Harley, ne? Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber ich höre noch irgendwelche Verrückten. Ach so, da oben. Ich wollte schon sagen. Okay, Harley, wo bist denn mein Schätzlein, meine Sonne, mein Engel, mein, okay, ich muss da hoch. Dann wollen wir mal. Ne, so. Oh, hallo, Freund. Sorry, du kamst da gerade sehr ungünstig runter. Bist ganz mies gefallen. Au, das gibt eine Beule. Das gibt eine ordentliche Beule. Hätte nicht sein müssen. Hätte alles nicht sein müssen. Jetzt reizen sie das aber mit dem Frequenzer hier aber auch aufs Zerbersten aus, ne? Da kriegt man ein neues Spielzeug und dann hat man wirklich nur noch Dauerbeschallung mit seinem neuen Gadget. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Hier kann ich irgendwas kaputt machen. Dann kann ich den Typen zerbersten. Ich kann aber auch einfach wieder hier runter, ne? Okay, dann wollen wir mal. Harley, mein Liebling, wo bist du? Oh, das sieht nach Bosskampf.
Das sieht nach Bosskampf aus. Da kommt er, Mr. J. Ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnappt ihn! Bitte was? Ey, das ist unfair. Ich will nicht. Warum denn immer Gewalt? Das ist doch keine Lösung. Wieso muss es denn immer Gewalt sein? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ey, das ist unfair. Alter, what? Wie kann man sich dagegen irgendwie schützen? Gibt es da eine Fläche, die, die nicht in Elektrobetrieb ist? Anscheinend, oder? Ach so, es sind mehrere Ebenen, oder? Jetzt ist die hier oben dran, okay. Na, dann bleibe ich bei der hier unten, dann ist ja entspannt gerade. Okay. Ja, ja. Sehr gerne. Sehr gerne kannst du mir einheizen. Ich mag das sogar. Oh, oh. Nein, lass mich hoch. Lass mich doch hoch. Ich komme nicht hoch. Ach, jetzt. Na, jetzt auf einmal, oder was? Na, toll. Jetzt auf einmal ging's, oder was? Alter, der ist gleich komplett in den Abgrund gefallen. Aua. Okay, jetzt gibt's aufs Fressbrett. Ich komme mit den Kontern noch nicht ganz so nach. Muss ich mal gestehen. Ich drück da immer im schlechtesten Moment. Und meine Energie lässt langsam zu wünschen übrig. Nein, kletter doch hoch, Betz. Och, danke. Weiter geht's. Schön aufs Fressbrett. Aua. Ja, easy peasy. Ich müsste mal langsam wieder ein bisschen Heilung dazu kriegen. Wäre jetzt nicht das Schlechteste, um ehrlich zu sein. Alter, wie viele denn noch? So, jetzt aber ein bisschen Heilung. Ich glaub's nicht. Ich bin auf dem Weg. Ups, der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein. Hä? Stirb, du große, hässliche Fledermaus. Schöner Versuch, Harley. Ging leider in die Hose. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir. Rein mit dir. Du wirst Mr. J nicht finden. Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus. Du wirst sehen. Ja, du wirst schon sehen. Och Mann, Joker ist aber auch böse zu ihr. Oracle, ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt. Ich habe ihre Abdrücke gescannt. So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden. Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Wayne-Tech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Okay, nimm dir in den botanischen Garten Harley Quinns Fingerabdrücke. Da müssen wir hin. Und aktuell sind wir wo? Da hinten. Im Zuchthaus. Haha, wir haben also Harley im Zuchthaus gebändigt, ne? Unfair, unfair, unfair! Schon aber traurig, wie Joker sie einfach fallen lässt. Aber der holt dich schon raus, keine Sorge. Zwar nicht mehr in dem Spiel, aber im nächsten bist du wahrscheinlich wieder mit von der Partie.
Na gut, Freunde, ich würde aber sagen, das war's wieder für diese Folge mit Batman Arkham Asylum. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, das würde mich sehr freuen und mich natürlich unterstützen. Und schreibt mir doch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr Harley Quinn auch so fallen lassen würdet wie eine Kartoffel, wenn sie gegen uns, gegen Batman, verlieren würde. Würde mich mal interessieren. Ich danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt alle schön gesund und ciao, ciao.